Geschwindigkeit in Polarkoordinaten aus einer Skizze herleiten. Ich habe hier die Nulllinie für den Winkel. Ja, ich gebe hier jetzt mal willkürlich einen Winkel an und dann lege ich in mein Polarkoordinatensystem eine Bahnkurve. Ja. So, ich habe den Winkel bereits angegeben. So, hier möchte ich von dem Punkt zu diesem Punkt. Also das ist der Punkt P1 meinetwegen und das ist der Punkt P2. Aber ich bin im Polarkoordinatensystem. Wie geht es jetzt vor? Naja, ich werde so eine Bogenbewegung machen. Ja. Also der Winkel wird hier Dφ zunehmen. Und dann wird der radiale Anteil, also R, wird zunehmen. Ja. Das ist ja R. Und der nimmt jetzt um dieses Stück hier Delta R, hoppla, Delta R zu. Ja? Also, den Bogen kriegen wir besser hin. Wenn ich von P1 nach P2 möchte und bin im Polarkoordinatensystem, werde ich hier so einen Bogen fahren. Ja, man kennt es ja vom Kreis. Der hat ja auch einen konstanten Radius. Ja? Wenn ich mit dem Kreis vom Punkt P1 auf den Punkt P2 fahren möchte, dann habe ich ja hier auch einen Bogen. Ja? Also dieser Ausschnitt hier, der ist ja nichts anderes als R mal dφ. Warum? Naja, hier auf den Kreis bezogen, haben wir ja hier schon hergezeichnet, einen schönen Kreis einigermaßen. Da kann ich ja sagen, der Umfang von dem Kreis ist doch 2 Pi mal der Radius. Ja. Okay. Also dieser Umfang, dieser Bogen hat die Länge 2 Pi r. Was ist dann u halbe? Naja, die Hälfte davon. Pi mal r. Und was wäre jetzt auf unseren Kreis bezogen? Die Bogenlänge, naja, das wäre die hier. Okay, also kann ich doch ausgehend von diesen Überlegungen hier auch sagen, ich schneide mir nur ein kleines Stück aus meinem Kreis raus. Ja? Also das hier, da muss ja die Überlegung für dieses kleine Stück auch gelten. Ja, aber da bin ich nur dφ weit gefahren. Also ist der Bogen nichts anderes als R mal dφ. Okay, also wie können wir jetzt diese Wegstrecke definieren? Ich mache es mal rot. Ja, ich habe hier vom Punkt P1 zum Punkt P2 eine Wegstrecke Delta S zurückgelegt. Ja. Bin zwar im Polarkoordinatensystem, aber die Wegstrecke wurde zurückgelegt von P1 nach P2. Das soll heißen, Delta S ist nichts anderes als ja, die Strecke, was mein ja, Radialvektor zurückgelegt hat, plus die Strecke, was ja, mein Winkel zurückgelegt hat. Also sprich dieser Bogen. Ja, ist nichts anderes. Der ist einfach, das ist einfach dr, der Zuwachs von diesem Radialvektor plus, naja, das haben wir uns gerade überlegt, r mal dφ. Okay, und Geschwindigkeit ist definiert als zurückgelegte Wegstrecke pro Zeit. Wir sagen, okay, diese Wegstrecke soll in der Zeit Delta d zurückgelegt worden sein. Okay, dann definieren wir die Geschwindigkeit. Okay, unser Weg ist hier. Also setzen wir hier ein. Okay, ich habe hier eine Addition, die kann ich aufsplitten. Ich kann eine Summe durch irgendwas teilen, aber auch die einzelnen Summanden durch das entsprechende teilen und dann zusammenzählen. Also, machen wir das. So, R ist ja konstant. So. Gut. Das wäre jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit im Polarkoordinatensystem. Ja, und jetzt lassen wir T gegen 0 gehen und haben die Momentangeschwindigkeit. Ja, das ist unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Und jetzt ziehen wir das Zeitintervall
gegen 0 zusammen. Was bleibt über? Naja. Infinitesimal. Differentiale bleiben über. Ja, das ist unsere momentane Geschwindigkeit. Das kann ich noch anders schreiben. R Punkt plus R mal Phi Punkt. Okay. Gut.